Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Das deutsch-amerikanische Volksfest feiert ein großes Comeback und mit einem neuen Standort hier im Marienpark in Mariendorf. Für 24 Tage wird es jetzt hier bunt und zünftig losgehen. Ich war jetzt vorab bei der Pressekonferenz und erfahre alles über das deutsch-amerikanische Volksfest. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Thilo Harry Wollenschlager, der Organisator des Volksfestes, lud zur Pressekonferenz auf dem Volksfestgelände des Marienparks ein. Das Traditionsfest, was vom 21. Juli bis zum 13. August geht, wird größer, spannender und aufregender als die Jahre zuvor. Aufregende Stände und Fahrgeschäften bieten die über 100 Schaustellern den Besuchern. Die Besucher, die kriegen ja auch was Schönes. Ja, es kostet zu der Veranstaltung 2 Euro Eintritt, aber wenn man genau hinguckt, kriegt der Besucher sogar noch was raus. Wir haben ja jeden Freitag und Samstag Konzert. Wir haben 200 Stunden Bühnenprogramm, Mittwoch speziell für die Familien. Das ist alles in dem Eintrittspreis mit drin. Es gibt dann Ermäßigungsscheine für viele Karussells und Bahnen, 50 Cent bis zu 1 Euro. Da gibt es also im Schnitt immer so 3-4 Euro. Bei vielen Eintrittsdingern ist ein Gutschein für die Brauerei Stone, für die Brauereiführung bei, kostet normalerweise 5 Euro. Also da wird einem richtig was geboten. Wie viele Karussells haben Sie denn hier? Insgesamt haben wir hier über 100 Schausteller aus aller Herren Länder und Anbieter. Wir haben über 20 Fahrattraktionen. Es geht los bei der alten historischen Walzerbahn im historischen Teil, die 100 Jahre alt ist. Das alte Kettenkarussell und dann geht es natürlich los. Autoscooter, Breakdance, Time Factory, Magic, Twister, Geisterbahn, wie die Dinger alle heißen. Und natürlich Bungee, ganz viele Kinderkarusselle. Also wir sprechen die gesamte Familie an. Und auch amerikanisches Essen, Getränke? Der große Klassiker ist natürlich Hamburger, Hotdog. Wir haben natürlich hier das leckere Stone-Bier von der gegenüberliegenden Brauerei, die ja hier auch einen großen Stand betreiben. Also Craft-Bier, amerikanische Spezialitäten. Da geht es natürlich auch Popcorn, Zuckerwatte. Ganz, jemand, der ganz tolle Zuckerwatte herstellt in Form einer Blume. Und da geht es schon richtig ab. Die Besucher können aber auch amerikanische Spezialitäten vor Ort im Land gewinnen. Da gibt es ein Gewinnspiel. Da gibt es ein Gewinnspiel, ja. Außerdem bekommt jeder Besucher vorne an der Kasse eine Karte, die kann er ausfüllen, muss er nicht, aber wenn er schlau ist, füllt er die aus und kann täglich einen mit diesem Gutschein 2 Flüge nach Amerika und wieder zurück mit Condor gewinnen, mit dem Ferienflieger. Also das ist auch schon mal was. Täglich um 21 Uhr ist die Ziehung auf der Bühne. Und gibt es auch ein Feuerwerk? Jeden Samstag gibt es Feuerwerk gegen 22 Uhr, abgeschossen von der gegenüberliegenden Seite vom alten Wasserturm. Gab es noch nie auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest, aber jeden Samstagabend Höhenfeuerwerk. Die Besucher, die mit dem Auto anreisen, gibt es auch kostenlose Parkplätze? Wir haben Parkplätze, die sind nicht kostenlos. Der Parkplatz ist bewirtschaftet. Wir haben ca. 500 Parkplätze, aber die sind natürlich schnell belegt. Also ich würde allen anraten, den kostenlosen Shuttleverkehr zu nehmen. Vom U-Bahnhof Mariendorf kann man auch vielleicht mal ein wunderbares Craftbier mal probieren. Stone hat auf der Karte über 50 verschiedene Sorten am Hahn. Also ich würde den Bus nehmen, den kostenlosen Shuttleverkehr, anschließend wieder in die U-Bahn steigen und nach Hause fahren. Am 12. August veranstaltet das US-Landwirtschaftsministerium und die US-Botschaft was ganz Besonderes. Ich freue mich, dieses Jahr mit dem deutschen amerikanischen Volksfest zusammenzukommen. Und dieses Jahr machen wir ein kostliches neues Programm über Eis. Ja, so Eis mit Zutaten aus Amerika und mit Herstellern, Eisherstellern, Künstlerinnen aus Deutschland, aus Berlin. Jo. Dann gibt es auch was Schönes zu gewinnen für die Gewinner. Für die Gewinner oder Gewinnerin, wir haben entscheidet, die kommen auf unser nächstes Programm in 2018. So, wir wissen noch nicht, was es ist, aber wir laden die Leute mit ihrem besonderen Rezept von Eis auf unser nächstes Programm. Ja, das besondere Rezept habe ich ja gehört. Es ist so, also berühmte Zutaten aus Macadamia Nuts aus Kalifornien, aber auch Süßkartoffeleis vielleicht können wir erwarten. Süßkartoffeln?
getrocknete Pflaumen, Cranberries, Walnüsse und Pistazien. Das sind die fünf verschiedenen Möglichkeiten für die Künstler und Künstlerinnen. Sehr schön, wir freuen uns drauf. Ja, wir auch. Vielen Dank. Nun gibt es was ganz Tolles gewinnen. TV Berlin verlost zwei Familienpakete für das deutsch-amerikanische Volksfest hier in Mariendorf im Marienpark. Ich bin jetzt hier an der Nordischen Botschaft. Nordisches Design für Kinder vom 19. Jahrhundert bis heute. Century of a Child. Was es damit auf sich hat, das sehen wir jetzt. Basierend auf der internationalen Ausstellung, die 2012 im MoMA in New York gezeigt wurde, präsentieren die Nordischen Botschaften seit dem 14. Juli eine umfangreiche Schau, die sich beschäftigt mit der Entwicklung des nordischen Designs, was im letzten Jahrhundert im Norden speziell für Kinder entworfen und entwickelt wurde. Möbel, Spielsachen, Bücher, Hygieneprodukte und Kleidung und Spiel alter Architektur. Die Ausstellung, die noch bis zum 22. Oktober für jeden geöffnet ist, wird noch zusätzlich ergänzt mit einer Filmreihe, Illustrationsworkshops für Kinder und Diskussionsveranstaltungen. Sie sind von der finnischen Botschaft. Genau, wir sind hier jetzt in der Nordischen Botschaft, da sind ja alle fünf Länder vertreten. Ich arbeite in der finnischen Botschaft und wir haben jeden Sommer so eine nordische Sommerausstellung. Und das ist, was Sie jetzt hier bei uns sehen. Die Ausstellung zeigt ja die Rolle des Kindes im Alltag in den nordischen Ländern seit 100 Jahren. Und ich finde es ganz interessant, wir stehen hier unter den Möbeln. Und eine besondere Art von Möbel sind die Sitzmöbel für Kinder beim Esstisch. Also in den 60er, 70er hat man wirklich Wert darauf gelegt, dass das Kind eine Rolle und einen Platz einnimmt, einen eigenen wie ein Erwachsener am Esstisch mitsitzt. Und da sehen Sie einfach mehrere Beispiele da. Wo saß denn das Kind vorher, dann bei der Mama oder im Bett? Ja, genau, es war einfach vielleicht nicht einfach auf dem Niveau von den Erwachsenen, so als gleichwertig. Also ja, da hat man einfach ein Möbel gemacht, damit das einfacher ist, dass nicht jemand immer irgendwie im Schoß halten muss oder so, sondern ja, genau. Man erkennt es auch leicht, dass es auch die 70er Jahre in Finnland gab, an den Farben, an dem Material und alles. Ja, das ist in den ganzen nordischen Ländern 60er, 70er, da stammen ja auch sehr viele Klassiker her. Also wir haben in allen Ländern sind so richtig ikonische Möbel entstanden in der Zeit, ja. Und jetzt zeigen Sie mir noch gleich was, da gehen wir gleich eben rüber und dann erzählen Sie mir davon, ja? Ja, gerne. Okay, danke. Oh, Frau Backmann, was ist das denn? Das ist ganz was Besonderes. Wir finden, da gibt es seit den 30er Jahren, gibt der Staat Finnlands jede Mutter, also schwangere Mutter, kriegt ein Mutterschaftspaket und das ist ein großer Karton, was alles beinhaltet, was das Kind so in den ersten Zeiten gebrauchen könnte. Also Klamotten, aber auch Sachen zum Stillen und so weiter. Und tatsächlich kann man auch das Kind in der Box über Nacht, also schlafen, Mittagsschlaf machen lassen. Also es ist wirklich alles. Ich sehe, das gab es seit 1937 schon. Genau. Und jetzt wird das jedes Jahr ein neues Design gemacht. Aber es gibt es immer noch. Das, was wir hier haben, ist von 2014. Und das ist sehr beliebt auch. Also es werden, ich glaube, so etwa 40.000 Boxes pro Jahr in Finnland ausgegeben. Gut, dann geht es jetzt gleich weiter. Gehen wir in die Zukunft oder? Nee, in die Gegenwart. Ganz genau, in die Gegenwart. Machen wir. Viel Spaß! Frau Backmann, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir quasi in der Gegenwart gelandet und da ist ein ganz anderes Thema, finde ich ganz interessant hier mit unterschiedlichen Sachen, was für Entwicklungsländer und so
entwickelt worden ist. Da sind Wasserreiniger oder Geburtssimulator oder solche Sachen. Und diese schöne kleine Lampe von Ólafur Eliasson aus Island, das ist mit Solarzellen auf, also die Energie wird durch Solarzellen gesammelt. Und das kann man hier kaufen, kostet 20, 25 Euro, aber das wird dann fast gratis in unterschiedliche Länder Afrikas zum Beispiel verteilt, weil das ist einfach sehr leicht zu nutzen und also dann muss man nicht mit gefährlichem Brennöl und so Sachen dann die Lampen anmachen, sondern... Das ist ja das große Problem, die große Dunkelheit, weil sie ja nicht so vernetzt sind an Strommasten und alles, ne? Genau, genau. Also da sieht man auch so, was die nordischen Länder außerhalb Norden machen. Also, genau. Ihr habt ja auch mit der Dunkelheit zu tun, wie viele Monate? Ja, also haben wir definitiv, ich kann auch zugeben, ich habe schon 3 von diesen Lampen zu Hause auf der Sommerhütte oder im Boot oder so, weil das ist ja praktisch. Vielen Dank, dass Sie mir einen Teil Ihrer Botschaft der Finnischen gezeigt haben, die hier in der Nordischen Botschaft stattfindet, von den 5 anderen Ländern. Hm? Sind das? Genau, also das ist das gemeinsame Haus der nordischen Länder und dann hat jedes Land eine eigene Botschaft noch dazu. Also, aber das ist das, was wir gemeinsam bespielen hier. Wer kann denn hier hinkommen? Alle. Also das ist wirklich öffentlich zugänglich jeden Tag und heiße alle herzlich willkommen. Also die Ausstellung, die geht noch bis zum 22. Oktober. Und wir haben da auch viel im Rahmenprogramm. Also da waren jetzt Workshops für Kinder, wir haben eine Filmreihe, Buch des Monats. Und dann werden wir auch für Erwachsene dann eher im Herbst ein Seminar zum Thema Kinder in unserer Gesellschaft veranstalten. Sehr, sehr schön, sehr interessant. Und ich wünsche Ihnen alles Gute dafür. Wie sagt man auf Finnisch oder... Tschüss. Ja, das kann ich gerne. Hey, hey, hyvää kesää. Ha einen richtig schönen Sommer, allihopa.